Der HSV, der HSV, der HSV ist wieder da. Jo, immer noch erste Liga und wir sind auch wieder zur Stelle. Moin, moin, liebe Mats Abber. Ja, so schnell werdet ihr uns nicht los. Mats Ab live gibt's auch während der Sommerpause. Ganz kurz und zwischendurch mal sporadisch. Ja, wir hatten ja schon die größten Größen hier. Das muss man wirklich sagen. Angefangen mit Kultsänger und meinem Freund Lotto King Karl, der schon Dauergast bei uns ist. Lotto, dafür vielen, vielen Dank. Das weiß ich zu schätzen. Ja, und dann hatten wir Doll, Hermann Rieger, Manny Kals, Beere, Hieronymus, Jakobs, Hidien, Ripp, Neisner, von Hesen, Basti Reinhardt, Homp, sogar Eichenogli und Eichenogli und zum Schluss ganz überragend, vielen Dank dafür, Schnorr und Schnorr. Aber das, was wir heute haben, das toppt alles. Es sind zwei Stars der ersten, allerersten Güte und wir freuen uns richtig, dass es uns gelungen ist, Uwe Seeler und Olli Dietrich an einen Tisch zu bekommen. Zwei Stars, die trotzdem vor allen Dingen auch HSV-Fans sind, ne? Das muss man sagen. Scholle und ich freuen uns riesig. Also das ist dieser Tag wird in die Geschichte von Mats Ab live eingehen. Nein, vielen, vielen Dank. Also endlich gebe mal eine Geschichte. Ja, ich wollte das sagen. Ehrlicher Arbeit haben wir es nicht geschafft. Nein, wir wollen uns natürlich unterhalten über den HSV, über euren HSV. Und da habe ich gelesen, Uwe, dass Sie gesagt haben, Videotext habe ich gelesen, dass beim HSV jetzt nach dieser Saison aufgeräumt werden muss. Ja, ich glaube, das wissen wir schon länger, denn das ist ja nun nicht unbekannt, dass man jetzt schon ein paar Jahre rumdimmelt. Und irgendwann muss man ja aufwachen und mal merken und sagen, gut, jetzt müssen wir mal neu aufbauen. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, denn wir sind alle glücklich, dass wir in der Bundesliga geblieben sind. Das sah ja nun lange nicht so aus oder bis zum Schluss nicht so aus. Aber trotzdem sind wir jetzt alle glücklich. Aber ich glaube auch, wenn wir nicht wieder rumdümpeln wollen in der neuen Saison, dass man sehr viel tun muss. Das ist nicht einfach, das weiß ich. Aber man muss ja irgendwann mal anfangen. Und da hoffe ich drauf und da sind die Verantwortlichen natürlich gefragt. Das ist ganz klar. Aber ich glaube schon, dass wir unsere Mannschaft auch neu mischen müssen. Wo muss denn was getan werden? Oder muss überall was getan werden? Ich glaube, es muss überall was gemacht werden, ja. Ja. Auch hinter den Kulissen, beziehungsweise auch in der Führungsetage, oder? Nein, ich glaube überhaupt, also natürlich auch nicht nur auf dem Platz oder die Mannschaft oder Spieler, sondern ich glaube, dass man oben sich auch viel Gedanken machen muss. Ich habe gesagt, das ist nicht einfach, aber man muss natürlich jetzt genau schauen, was brauche ich nicht. Und da muss man handeln, weil ich glaube, sonst kann man ja nicht auch die Zuschauer, was wir an Zuschauern gehabt haben, das ist für mich die letzten 3 Jahre bei der Leistung oder bei den Leistungen, die gebracht wurden, für mich sensationell, die kann man gar nicht hoch genug loben. Aber ich weiß nicht, ob man das Glück auf Dauer pachten kann. Also da muss man meines Erachtens sehr vorsichtig sein. Apropos Zuschauer, Olli, Sie sind Dauergast und mit Dauerkarte. Gibt es die nächste Dauerkarte auch schon? Oder, ja, klar, man muss sich ja immer rechtzeitig, weiß gar nicht, wann das Datum ist, bis wann man sozusagen sagen muss, man will auch in der nächsten Saison eine Dauerkarte haben. Klar, das ist ja so. Das bleibt auch so. Ich habe es jetzt aufs Jahr nicht genau parat, aber also 40 Jahre gehe ich Minimum ins Stadion. Damals auch das Volksparkstadion, ganz am Anfang, Westkurve Block E. Also da, wo wirklich die Luft brennt. Ja. Aber irgendwann, sagen wir mal, mit dem ersten leichten Bauchansatz kam dann auch die Dauerkarte auf der Tribüne. Aber wie gesagt, damals auch noch Haupttribüne ganz normal. Dann haben sie das Stadion umgebaut und gedreht. Und jetzt sitzen wir oben ganz normal, aber auch nicht hier VIP oder irgendeine Lounge oder so. Ich gehe ja nicht zum Essen ins Stadion. Bei uns in der Nähe. Wir sehen uns bei jedem Spiel. Genau. Vor allem jetzt wieder im Volksparkstadion. Genau, das ist ja sowieso das Allerschönste. Also ich bin ja auch, ohne dass man jetzt zu sehr rückwärtsgewandt sein sollte, aber das ist eine schöne Tradition. Ich weiß, dass es immer mehr um Geld geht, auch im Fußball. Da braucht man ja auch gar nicht lange drum herum reden. Insofern sind die Einnahmen, auch dass die Stadien eben nach großen Sponsoren benannt werden und das auch immer mal wechselt. Beim HSV, glaube ich, jetzt zum dritten
dritten oder vierten Mal. Ne? Es war AOL, dann war es HSH Nordbank, glaube ich, Imtech. War es noch einer? Nee, ne? Ich weiß gar nicht genau. Das sind. Ja, genau. Das ist ja klar. Uwe Seeler Stadion war es noch nicht. Ja, das habe ich ja schon vor langer Zeit vorgeschlagen übrigens. Aber ich glaube, du kannst nicht so viel Geld bezahlen wie Imtech, ne? Ich wollte sagen, solange sie Geld dafür kriegen, sollen sie weitermachen. Ja, genau. Nein, aber das ist natürlich eine tolle Tradition im Volksparkstadion. Das war es, das ist es und das ist im Volksmund, wird es auch immer so bleiben, weil es ein Stadion am Volkspark, also stimmt das ja. Und die Dauerkarte hätte es auch in der zweiten Liga gegeben? Ja, na selbstverständlich. Ja, toll. Ja, na das ist ja sowieso, steht außer Frage. Ja. Ja, also wie heißt das immer so, die Raute im Herzen, ne? mein Herz schlägt für den HSV, seit ich mich mit Fußball beschäftige und das ist jetzt also über 50 Jahre der Fall. Ich glaube, meinen ersten Verein, in dem ich selber gespielt habe, damals noch als, weiß ich gar nicht mehr, linker Verteidiger, stand ich da rum mit 7 auf dem Platz und wusste gar nicht, was man da so macht. Langenhorner TSV? Das war TSV Niendorf damals noch. Da haben wir direkt gegenüber gewohnt im Vogt Gottesdamm und ich musste nur über die Straße gehen und das war der Platz. Und ich weiß noch, wir hatten einen rechten Verteidiger, der wusste eigentlich auch nicht genau, was man da macht. Der stand dann da irgendwie, ganz hinten stand der. Ne? Und dann ging das Spiel los und wir standen dann da und haben so gewartet, bis irgendwas passiert. Ne? So ging das los. Also ich hoffe, dass euer Trainer euch gesagt hat, wenn ihr zu Null spielt, habt ihr gut gespielt. Ja. Ja. Aber das ist lange, lange her. Da hatte ich noch kein richtiges Trikot und dann habe ich mich geschämt und keine richtigen Stiefel und so. Da wollte ich ja Adidas Uwe. Das waren meine ersten Fußballstiefel. Ja, gut, das war natürlich früher alles ein bisschen anders. Da war es nicht so einfach. Die Kriegsjahre waren schwer. Ja. Und da richtige Fußballstiefel oder Fußballschuhe zu kaufen, war auch nicht ganz einfach. Das hat sich ja nun alles sensationell gewandelt und heute kannst du verschiedene Farben kriegen, verschiedene Typen, also alles, was das Herz begehrt. Ja, gut, das ist Kunstleder ist das jetzt. Genau. Ich hab immer gedacht, dass diese bunten Schuhe vor allen Dingen für die Regenwürmer da sind. Also wenn die den Kopf rausstrecken, dass die sehen, da kommt einer. Ne? Ja, dass sie dann nicht weggegrätscht werden. Ja, aber weißt du was, ich hatte ja wirklich, als ich Adidas Uwe, ich habe die gewollt, weil Uwe natürlich mein großes Vorbild war, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Und die waren ja auch gut. Die waren super. Auch gut. Die drei weißen Streifen an der Seite, Uwe. So. Und ich dachte wirklich, als kleiner Butschi, das Besondere eigentlich an den Schuhen ist, dass du die vorher anhattest. Ich dachte wirklich, das hat der Uwe getragen und dann waren die noch gut. Ja, aber die wurden dann geputzt und in Verkauf gegeben. Ja. So, und die wollte ich unbedingt haben. Ne? Ja. Dachte ich so, als ich klein war. Ne? Also ich habe sie nicht alle angehabt, aber es war in jedem Schuh Tor mit eingebaut. Ja, so, wir kommen jetzt aber genug Scherz. Ans Eingemachte. Ja. Olli, der HSV hat eigentlich im Sommer gut eingekauft. Ne, wenn man sich die Namen mal vergegenwärtigt, Berami, Stieber, Müller, Green, Kleber, Oscholek, Holpi, da konnte doch eigentlich gar nicht schief gehen. Warum ist es denn doch schief gegangen? Naja, wenn dann so Leute wie ich nun das Geheimrezept kennen würden. Ne? Schwer zu sagen. Also ich würde eher als Fan, ich leide ja wirklich als Fan mit und da sitzt man gerne auf der Tribüne und sagt, du spiel doch oder so. Ja, und da weiß man natürlich immer alles besser. Was ich ganz grundsätzlich bemerkenswert finde, ist, dass einfach so wenig Zeit für Kontinuität noch da ist. Dass man wirklich Zeit hat, solide etwas aufzubauen. Wenn man alleine sieht, wie viele Trainer der HSV in den letzten Jahren hatte, insbesondere im letzten Jahr. Und daran sieht man eben auch, dass doch der schnelle Erfolg gesucht und gewünscht wird. Und das ist eine Binsenweisheit, das weiß jeder, der mal in einem Kollektiv gearbeitet hat, ob wir das sind mit einer Band oder in einem Team oder in einer Firma oder wegen mir auch in der Mannschaft und im Verein. Du brauchst einfach natürlich gutes Personal und das ist auf dem Papier mit Sicherheit auch da. Und der eine oder andere hat das auch sicherlich immer mal wieder während der Saison gezeigt, was in ihm steckt und was, das ist nicht mangelnde Qualität, das glaube ich in gar keinem Fall. Aber du brauchst einfach Zeit und auch von der Spitze, also auch zum Beispiel von der Trainerschaft, glaube ich, einfach Kontinuität. Man muss den Leuten Zeit geben, daraus wirklich ein Team zu formen. Umso mehr im Übrigen finde ich ehrlich, weiß nicht, wie du das siehst, was Labbadia geleistet hat in den letzten Spielen unter so einer Drucksituation, ist wirklich aller Ehren wert. Denn der hat das ja auch mit so ein paar Maßnahmen, was man so gesehen hat, mit der Mannschaft auch irgendwo hinzugehen. Habe ich Bilder gesehen am Lagerfeuer, haben die irgendwo gesessen oder sie sind dann da irgendwie in den, wie heißt er, Wachtelhof oder so gefahren. Ja. Und mit haben Kanu umgekippt sogar. Mit, also. Ja, gut. Zusammenhalt, ja. Die, das ist meine, ja, also im Grunde ist es ganz einfach. Also da kann man gar nicht viel erklären. Und ich glaube, es ist schon richtig, wie du sagst, das hat mit den einzelnen Spielern auch nichts zu tun. Es gibt aber ein altes Sprichwort, was sehr wahrscheinlich auch in den nächsten 100 Jahren noch ist. Fußball ist ein Mannschaftssport.
Und eine vernünftige Mannschaft oder funktionierende Mannschaft muss eine Struktur haben. Aber was das Allerwichtigste ist, und das müsste jeder, der Fußball gespielt hat, wissen, eine Mannschaft oder eine gute Mannschaft, vernünftige Mannschaft, muss auch eine gute Mischung sein. Und ich glaube, da liegt das Geheimnis, dass die Mischung nicht gestimmt hat. Das hat mit den Spielern als solches nichts zu tun, sondern wenn du aber nur die Art von Spieler hast, du brauchst eine gute Mischung und dann hast du auch Erfolg. Also da bin ich fest von überzeugt. Spielerisch wie menschlich wahrscheinlich auch. Ne? Also meine, dieser alte Spruch, Freunde sollt ihr sein. Ja, na klar, da gehört ja vieles dazu. Deswegen, das war der Aspekt, auf den ich jetzt gerade abgehoben habe, dass ich also glaube, dass in dieser Situation eine der wichtigsten Maßnahmen war, die Truppe als sozusagen Truppe von Freunden oder Leuten, die sich gut verstehen, die sich auch menschlich immer zusammenzuführen. Das war eine ganz wichtige Maßnahme. Das haben die schon klug erkannt. Und ich glaube, dass das, gut, es ging jetzt wieder bis zur letzten Minute, war es spitz auf Knopf und es hätte auch andersrum sein können, müssen wir ehrlich sein. Ja. Aber wenn man jetzt sagen will, alles, was da in den letzten Wochen dann passiert ist und unternommen wurde, das war mit ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, es wäre wirklich schief gegangen, wenn das nicht gelungen wäre. War schon Bruno Labbadia die entscheidende Figur für Sie, Herr Seeler? Ja, ich glaube schon. Ich bin so, was man gesehen hat. Er hat ja innerhalb kürzester Zeit, was eben in solcher Situation ja nicht einfach ist und was man nicht wusste, hat er immer mehr Struktur reingebracht und auch vor allen Dingen, dass es eine Mannschaft war. Und auch gerade jetzt im letzten Spiel hat man ja gesehen, dass sie alle gemeinsam wieder an einem Strang gezogen haben. Also das heißt, wir kommen ja nicht drum herum, ist Mannschaftssport und da muss es eine Geschlossenheit sein, eine Einheit sein. Wenn 3-4 Leute in der Mannschaft nicht mitspielen, hast du schon keine Chance mehr. Das ist so. Genauso, wenn du Gegner unterschätzt und sagst, die schaffen wir. Und da sind 3 oder 4 Leute in der Mannschaft, die das wirklich unterschätzen, dann hast du Probleme. Das ist einfach so. Das ist jetzt kein großes Geheimnis oder großes Wissen. Es ist im Fußball so. Auch die Mischung muss stimmen. Ja, aber du kannst die Leute eben menschlich auch nicht ändern. Wenn du wirklich so jemanden dabei hast, der eben permanent, sagen wir mal, so eine Situation unterschätzt oder wo man dann auch manchmal auf der Tribüne sitzt und sagt, nun mach doch mal, also was hier dir läuft die Zeit davon. Ja, also dass da oben irgendwie, und dann siehst du auf der, weiß ich nicht, 50 Meter weiter, siehst du jemanden, der irgendwie alles versucht und dem du die gleiche Verzweiflung anmerkst, die man selber empfindet, so nach dem Motto, was ist denn jetzt eigentlich? Also habt ihr den Schuss nicht gehört oder so? Ja. Das hat man schon auch gelegentlich mal beobachtet. Ja. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Kunst, auch was diesen Aspekt angeht. Nicht nur das Fußballerische und dass du auf den Positionen gut verstärkt bist und dass du eben auch Typen hast, die auch eine Mannschaft nach vorne treiben. Der Trainer braucht jede Mannschaft. Nicht? Das ist genauso, wie ich hinten den brauche, der für Ordnung sorgt, der auch ein bisschen das Auge hat und dem anderen oder einmal sagen kann, du musst da aufpassen. Genauso wie du im Mittelfeld einen brauchst, der nach vorne Dampf macht. Aber du brauchst vorne eben auch Knipser. Ne? Weil wenn du zu Null spielst, kannst du nicht hoch gewinnen. Das ist immer so. Das ist ganz einfach im Grunde. Aber das Schwerste, das Einfachste ist immer das Schwerste. Ich glaube auch, ein wichtiges Wort über diese Mannschaft ist noch gar nicht gefallen. Die Hierarchie in einer Truppe. Früher gab es, Uwe Seeler war die Nummer 1 in seiner Mannschaft. Wenn er was gesagt hat, dann haben alle pariert und er hat sie alle mitgerissen. Später war das Horst Rubisch, der das uneingeschränkt, obwohl da nun Stein, Kals, Jakobs, Hieronymus und Magath und wie sie alle hießen, mit in dieser Truppe standen. War Rubisch die absolute Nummer 1. Kals, der große Schweiger. Ne? Aber, das, und, aber so einen Mann gab es jetzt in diesem Jahrtausend noch nicht. Also wie kann man so einen Mann finden? Also ich glaube, der HSV, Herr Seeler, hat auch stückchen weit auf die verkehrten Führungsleute gesetzt. Also, weil von denen gar nichts kam. Na ja, gut, also das ist auch nicht mein Recht, das zu beurteilen, obwohl man natürlich gesehen hat, dass es nicht gestimmt hat. Also ich glaube schon, dass man darauf Wert legen muss. Man muss sich erkundigen und man muss auch sehen, was für ein Typ ist das. Ich glaube, das ist äußerst wichtig innerhalb der Mannschaft. Passen die zusammen, passen die nicht zusammen? Das heißt, ich glaube auch ein Hauptproblem, wir fangen immer wieder von, da ist natürlich das, was anfangs schon gesagt wurde, wenn du dauernd
jedes Vierteljahr einen neuen Trainer hast. Denn jeder Trainer will ein anderes System spielen, hat andere Vorstellungen. Dann kommt natürlich auch dies durcheinander. Und das war alles nicht so das Gesündeste. Nur da muss man jetzt anfangen, wirklich absolut das alles sauber zu machen. Man muss den Spielern und dem Trainer auch Vertrauen schenken. Und der muss eben aus dem Material, was er sich selbst mit aussuchen muss, auch die Mannschaft finden, die zusammenpasst. Da kann man von draußen nicht helfen. Man sieht nur, wenn oben ist, das funktioniert und funktioniert nicht. Und das ist zwar albern, das ist keine Wissenschaft, aber in einer funktionierenden Mannschaft hilft jeder jedem. Und es gibt immer mal Tage, wo der eine oder der andere schweigt. Aber wenn ich sage, komm, wir sind hinter dir, dann wäre das stark und dann funktioniert es in der Mannschaft auch. Ich sage ja, es ist im Grunde sehr einfach. Ist auch blöd, das jetzt zu sagen, aber nur so kann es funktionieren. Das war, glaube ich, in dem Spiel in Karlsruhe, jetzt im letzten Spiel. Da war es, glaube ich, am deutlichsten zu erkennen auch, oder nicht? Absolut. Ist es nur die Situation gewesen, dass man wirklich im Abgrund stand und man musste? Vielleicht. Oder glauben Sie, dass es... Vielleicht, ja. Doch, ich glaube ja, natürlich, die Spieler wollten auch nicht absteigen. Ja, ja. Nein, aber es gab trotzdem auch irgendwann, gab es dann den Punkt, und ich behaupte jetzt mal, als das 0-1 gefallen war, als Karlsruhe in Führung gegangen ist, und ich weiß nicht, wie viel Zeit verblieb davon da. 13 Minuten noch, ja, wollte gerade sagen, eine knappe Viertelstunde. Ja. So, muss man sagen. Da wurde der Schalter in einer Weise nochmal umgelegt, wie er theoretisch ja nun auch mindestens schon während des ganzen Spiels hätte umgelegt sein können. Wenn nicht gar vielleicht auch noch in dem ersten Spiel der Relegation oder in dem letzten. Man kann das immer Spiele weiter zurückgehen. Ja, ganz genau. Also das ist, wenn wirklich die absolute Notsituation überhaupt erst vermag, dass dieser Schub, dieser entscheidende Schub, was die Motivation angeht, ausgelöst wird, dann stimmt da was nicht. Daran kann man ja was tun, denn man sieht ja, ich glaube tatsächlich, die Mannschaften, die wirklich kontinuierlich auch, sagen wir mal, im Mittelfeld bis oben stehen, oberes Drittel bis ganz nach oben, die haben nicht nur vielleicht auch bessere Spieler, die sie für mehr Geld einkaufen können oder sowas, sondern da ist offensichtlich auch die Fähigkeit da, genau das an Motivation auszulösen, und zwar immer und zu jeder Zeit. Genau. Ich habe vor vielen Jahren mal von, ich glaube, Mourinho war es, gelesen, als er irgendwie einen Verein gewechselt hat, ich glaube, als er von Inter zu Real gegangen ist, meine ich, da hat er mit Inter, glaube ich, die Champions League gewonnen, ist dann zu Real Madrid gegangen und gefragt worden, was will er denen beibringen oder wie will er mit denen spielen? Wie ist seine Idee für das Spielen? Er hat gesagt, es geht gar nicht darum, wie ich mit denen spielen will, sondern wie ich mit ihnen gewinne. Darum geht es. Ja, zu sagen, es geht darum, wie gewinnen wir. Nicht, wie spielen wir, wie gewinnen wir. Ja, toll. Und das ist so ein einfacher Satz, aber der sagt eben viel, dass du die Mannschaft so motivieren kannst, und zwar dauerhaft, bei Schnee und Regen und Sonnenschein und irgendwie im leichten Gegner oder auch im schweren Gegner, dass die Motivation grundsätzlich, wenn die Mannschaft auf den Platz geht, immer so hoch ist, dass man mit einem gewissen Siegeswillen dort auch schon von der ersten Minute an den Start geht. Ja, das ist lebensnotwendig. Wenn ich auf den Platz laufe, will ich gewinnen. Ja. Ja, aber das funktioniert nicht immer, aber allein der Wille, der ist schon absolut wichtig, dass eine Mannschaft sagt, ich gehe raus und will gewinnen. Das ist aber normal. Sie waren ja auch jetzt speziell gegen also das zweite Relegationsspiel, Sie waren ja die bessere Mannschaft, auch wenn wir natürlich drüber reden können, ob jetzt so ein Freistoß dann in so einer Situation so kurz vor Schluss. Das ist natürlich tragisch. Den kann man geben, den muss man nicht geben. Heißt aber auch, selbst wenn man ihn nicht unbedingt geben muss und er wird gegeben, heißt das noch lange nicht, dass das Ding dann auch ins Tor geht. So ist das. Ganz mal abgesehen davon. Ne? Also aber trotzdem, solche Entscheidungen gibt es immer über die ganze Saison, über alle Spiele. Es gibt immer mal Freistöße oder auch Elfmeter, die man nicht geben muss und über die diskutiert wird. Nur der hatte natürlich eine andere Tragfähigkeit. Ja. Gar keine Frage. Ja. Aber das kann es und darf es natürlich nicht in Wahrheit sein. Dass sowas dann zufällig dann noch ganz zum Schluss passiert. Ja. Uwe, Sie haben Trainer kommen und gehen sehen, auch schon während Ihrer Zeit, aber jetzt speziell in der Bundesliga, und ganz schlimm wurde das ab dem Jahr 2000, da kamen die wie die Fliegen, die Trainer. In dieser Saison 4 Trainer, aber es liegt doch nicht immer an den Trainern, es war doch nicht alles schlecht, die der HSV hatte, oder? Also auch das glaube ich nicht. Also die Trainer waren sicherlich nicht schlecht, obwohl natürlich die Art und Weise eines jeden Trainers immer anders ist.
Aber es ist überhaupt für meine Begriffe schon nicht gut, innerhalb einer Saison 4 Trainer zu haben. Das kann nicht gesund sein und das kann auch nicht funktionieren. Aber da muss man andere fragen, warum, wieso, weshalb sie das gemacht haben. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat man ja gesehen, dass es nicht besser, sondern eher schlechter geworden ist. Ja. Wie stehen Sie, Olli, zu Knebel, dass der für 2 Spiele Trainer geworden ist dann zum Glück doch noch erlöst worden ist? Das kann ich so überhaupt nicht beurteilen. Ich kenne ihn nicht persönlich und selbst wenn ich ihn persönlich kennen würde, kann ich doch nun wirklich nicht eine Aussage darüber treffen, wie der arbeitet und was er arbeitet. Ganz grundsätzlich und so von fern betrachtet kann das hat Uwe ja schon gesagt, das kann ja gar nicht gut sein. Das hatte ich vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt, wenn man so viel Unsicherheit reinbringt, weil die Kontinuität einfach nicht da ist. Das weiß wirklich jeder, der in einem Kollektiv gearbeitet hat, dass man Zeit braucht und dass man gemeinsam auch wachsen muss und Solidität hat. Und wenn die Situation heikel wird, wenn es gegen den Abstieg geht und es sind nur noch ein paar Spiele oder sowas, dann immer noch Leute zu wechseln. Das meiner Meinung nach, wenn ich mir vorstelle, ich würde in so einer Truppe arbeiten, wo oder wie auch immer, und es würde permanent derjenige, der so ein bisschen sagt, wo es lang geht, würde immer wieder ausgetauscht. Das würde mich und die Mitarbeiter ja auch verunsichern. Und ich glaube, dass in einer Situation, wo sowieso alle schon aufgrund der Abstiegsgefahr verunsichert sind, wenn sowas dann da gemacht wird, dann will man auf den ersten Blick eigentlich Stabilität erzeugen und es besser machen. In Wahrheit glaube ich aber, dass wenn man da jetzt nicht den ganz großen Wurf landet, ja, so wie es dann am Ende Gott sei Dank mit Labbadia für diese Situation passiert ist, dann destabilisiert man eigentlich eher die Truppe und verunsichert sie, glaube ich. Mhm. Ja, also ein paar Sachen versteht man als Fan überhaupt nicht. Also auch sowas, das ist ja auch eine wirtschaftliche Sache. Ja. Ich meine, so Bert van Marwijk, der kommt da vor Lachen nicht in Schlaf. Ja, muss man genau. Auch mal klar sagen. Na gut, der kugelt sich jeden Mittag rum. Dass eine Enttäuschung war, ist klar. Nein, ich meine auch finanziell. Aber daran hat man ja gesehen, dass nun, es ist natürlich immer einfach, weil Trainer ist ein Mann, den kannst du schnell mal auswechseln. Mannschaft kannst du nicht dauernd alle auswechseln oder alle rausschmeißen. Ich glaube, im Grunde ist das auch immer ein bisschen Alibi dabei. Also vielleicht haben wir das alles viel zu schnell gemacht. Genau so war das, muss man ehrlicherweise sagen. Bruno Labbadia ist natürlich einer, der selbst vom Fußball sowas kennt, wie solche Situation ist. Und wenn man Abstiegskampf macht, dann ist natürlich so ein Wechsel noch schlimmer. Mhm. Denn das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil das ist schon eh ein Problem. Und wenn man jetzt dann wieder von vorne, ich weiß nicht, was man dabei sich gedacht hat. Bei Bruno war es Gott sei Dank so, dass er gleich an der richtigen Stelle angefangen hat, weil er eben auch selbst Mannschaftssportler war und vor allen Dingen auch von draußen schon, wie man gesehen hat, mitgefiebert hat, Druck gemacht hat, reingerufen hat. Das hat sicherlich geholfen. Und ich bin an und für sich, obwohl man das nie sagen kann, habe ich das, aber das ist auch nicht meine Sache, von den Knebel auch gar nicht verstanden, dass er das gemacht hat. Aber er hat, glaube ich, rechtzeitig noch den Absprung gefunden und wieder sein Amt übernommen, als Trainer zu bleiben. Gut, er war mal Trainer, das ist ja in Ordnung, aber Abstiegskampf und dann Amateurtrainer nur, also Abstiegskampf ist etwas ganz Besonderes, ist einfach nicht, kann man nicht erklären. Und deswegen ist es eine schwierige Sache und wenn man das nie gemacht hat, ist es halt ein Riesenproblem und hat man ja auch gesehen. Das war, glaube ich, auch der Situation geschuldet, soweit wie wir das so aus den Zeitungen entnehmen konnten, dass sie ja wohl doch auf Tuchel gewartet haben. Und das weiß ja keiner wirklich. Also da wisst ihr besser, was da eigentlich wirklich in welchen Zeiträumen vor sich gegangen ist. Ja. Aber wenn sagen wir mal, nur die Hälfte stimmt von dem, was man so gelesen hat, dann war da ja wohl auf jeden Fall ein konkreter Kontakt da. Und man hat wohl eine Zeit lang auch sehr sicher annehmen können, dass das was werden kann. Ja. Und ich glaube, dass man darauf auch gewartet hat. Ja. Das ist so mein Eindruck. Und dann am Ende, gut, da kann man jetzt im Kaffeesatz lesen, woran es dann wiederum nicht gelegen hat, dass es nicht geklappt hat.
Wahrscheinlich, weil in der gleichen Zeit, das war ja eine Sache von ein paar Tagen oder einer Woche oder sowas, dann ja auch plötzlich bekannt wurde, dass Klopp bei Dortmund aufhört. Das war ja auch eine große Überraschung, mit der keiner gerechnet hat. Ja. Und innerhalb dieser paar Tage hat sich ja dann das ganze Karussell einmal gedreht. Dann kann man das schon anders nachvollziehen. Ja, zum Glück. Der HSV, wenn es einen Meister, deutschen Meister gäbe in Quer- und Rückpassspiel, wäre der HSV mit Sicherheit Meister geworden. Da waren auch Freiburg und Paderborn ganz, aus einem ganz anderen Holz geschnitzt, also die haben Fußball gespielt. Wie oft sind sie da oben ausgeflippt? Weil das mal wieder Überhand genommen hat. Ja, also oft genug. Ja, da sitzt man dann da und sagt, Mensch, nun spiel doch mal nach vorn, da ist das Tor. Und was, ich habe auch hinter mir immer einen sitzen, der ist auch richtig laut. Ne, der verliert richtig die Nerven bei mir. Da sagt, du spiel doch und brüllt da rum und so, denke ich immer, oh. So, aber es ist wirklich, manchmal ist es ja auch wirklich so. Ja, ja, also wenn es um was geht und dann eben so dieses, ich sag immer so salopp, ja, weißt du, so dieses, es fängt eigentlich gut an, ja, und dann kommt irgendwie das 0-1. Ja, so vielleicht so in der 24. Minute und dann denkt man, naja, ist da noch Zeit, ne? So, und dann kommt die zweite Halbzeit und dann kommen sie ein bisschen noch nicht ganz wach aus der Kabine und so. Und dann geht's eigentlich schon gar nicht mehr darum, dass man hofft zu gewinnen, sondern nur noch, dass man vielleicht einen Unentschieden schafft oder so. Also gerade so dieses immer in Rückstand geraten und dann aber doch sehr viel deutlicher der Mannschaft anmerken, sie sind bemüht, keine Fehler zu machen und lieber auf Nummer sicher zu gehen, aus so einer Haltung heraus kommt das ja auch erstmal vorsichtig und lieber mal warten und nicht mal, was weiß ich, nach dem Aus oder so, dann eben mal schnell auch nach vorne spielen, mal vielleicht so einen Moment nutzen, dass die anderen eben sich hinten noch nicht wieder formiert haben, die Abwehr rein oder so. Das sagt man als Fan. Aber das ist eben das, was man heute im Fußball ja sagt, allerdings für mich überhaupt nicht logisch ist, Ballbesitz. Aber genau. wo ist für mich... Also ich persönlich bin auch schon angeeckt, bin ich ganz ehrlich, weil die Logik ist für mich, wenn ich da oben sitze. Gut, nun gibt es Mannschaften, die vielleicht sehr ballsicher sind, aber auch dann wieder die Leute haben, die vorne mal ein Tor machen und so weiter. Aber zum Beispiel, was ist für eine Logik da drin, wenn ich im Ballbesitz bin und habe die Möglichkeiten, außen lang zu spielen, um auch die aufgelöste gegnerische Deckung irgendwo unter Druck zu setzen. Wenn ich jetzt fünfmal hin und her spiele, quer zurück, und der fünfte gibt es dem Torwächter und der haut den Ball nach vorne. Ja. Dann hat sich der ganze Gegner hinten wieder neu formiert, ist wieder geschlossen. Also die Chance ist für mich doch viel geringer, ein Tor zu schießen, weil die wieder hinten geschlossen sind. Ja. Wenn ich da fünfmal hin und her spiele, dann Torwächter haut ihn nach vorne. Da ist doch keine Logik drin. Ja, hat mir auch noch keiner erklären können, aber das ist so. Die Angst vor Fehlern ist es. Das ist auch nicht mein Verständnis vom Fußball, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, spiele ich nach vorne. Deswegen lügen Statistiken oft auch. Ja, aber wir haben das doch auch bei uns gerade im Stadion gesehen, hin, her. Und der vielleicht noch zwischendurch verlieren sie auch noch einen Ball. Der ist in Holland in Not. Ich sehe die Logik nicht. Ja, wenn ich die Möglichkeit, dass ich, genauso gibt es ein ganz altes Sprichwort und ich glaube, das wird sich auch nie ändern, vom eigenen Tor, wenn ich letzter Mann bin, spiele ich auch nicht quer. Ja, so ist das. Ne? Weil ich kann immer mal Pech das haben, dass ich den Pass nicht richtig treffe. Ja. Und da sind ja nun auch schon bei uns Tore gefallen. Ja, also da spiele ich den Ball immer weg vom Tor, damit wenn ich verkehrt spiele, dann kann nicht viel passieren, dann kann ich mich wieder formieren. Ja. Also das sind einfache Dinge, die habe ich in der Knaben schon gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Nee? Und Herberger, das ist uralt, aber der hat ganz klar gesagt, Männer, wenn ihr den einfachen Fußball beherrscht, sagt er, dann seid ihr Weltklasse. Und da hat er aber die Weltklasse noch nicht ausgesprochen, hat er gesagt, aber Männer, es ist sehr schwer. Ja, ja, da muss man drüber nachdenken. Das ist auch richtig, einfach sauber zu spielen und dem Ball entgegengehen. Wenn ich jetzt einen Pass kriege und dem Ball nicht entgegengehe, dann kann ich auf Schnee warten. Das ist doch klar, dass einer dazwischen läuft, gegnerischer Deckungsspieler. Das sind einfach so einfache Dinge, die müssen stimmen. Die müssen stimmig sein in der Mannschaft. Wenn ich ein Pass spiele, muss der entgegenkommen, dann muss ich mich wieder anbieten. Kann ich nicht gucken, kriegt er ihn nicht? Ja, ist doch so. Ja, das ist dieses einfache
ihr Verständnis vom Fußball und dann läuft es auch. Ja. Wenn ich mir Sie jetzt so anhöre, dann, also wie war es denn am letzten Spiel jetzt gegen Karlsruhe in Karlsruhe? Da könnten Sie mit Sicherheit gar nicht mehr ruhig sitzen, oder war es dann tatsächlich noch? Das kann man auch nicht, nein. Wenn man so ein bisschen, aber gut, ich bilde mir ein, dass ich da auch immer ganz gelassen, aufgeregt, aber gelassen bin. Aber in Karlsruhe jetzt, das Spiel, muss man ja ehrlicherweise sagen, da hat man zumindest gesehen, dass die Mannschaft will. Ja, klar. Und ich finde, das ist das, man kann ja nichts verlangen, was nicht da ist. Aber, aber da muss ich sagen, war ich schon etwas beruhigter, weil die Mannschaft wirklich gezeigt hat, dass sie weiß, worum es geht. Mhm. Und da ist sie marschiert, da hat sie sich bemüht. Man kann jetzt nicht plötzlich aus einer mittelmäßigen eine Weltklasse-Mannschaft machen. Aber ich finde, jede Mannschaft musst du sehen, die geben alles, die bemühen sich. Und dann bin ich auch schon zufrieden, bin ich ganz ehrlich. Also. Und das hat sie gemacht. Sie hat sich gut verkauft, wie es sich in solchem Abschiedskampf auch gehört. Und deswegen hat man sich auch gefreut, dass sie es geschafft haben. Also trotz des Zustandekommens durch so einen Freistoß in der letzten Minute verdient, oder? Ja, logisch. Also, ja. Was heißt Freistoß? Solche Dinge werden laufend gefallen. Wenn ich sehe, was für Freistoß. Ich bin auch überhaupt nicht dagegen gewesen, muss ich sagen. Oder der Elfmeter, das ist doch genau die gleiche. Ja, das war so eine Konzession, glaube ich. Also, wenn ich da stehe und mich schießt einer an, ich kenne das immer nur, die Hand muss zum Ball reichen. Aber du kannst dich ja nicht immer die Hände nach hinten nehmen. In der Bewegung, das geht ja gar nicht. Also, gut. Da will ich gar nicht erst anfangen, was da teilweise gepfiffen wird. Fußball ist ja nun kein kannst du auch nicht körperlos spielen. Mhm. Also wenn es mit Schlagen, so brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Aber du musst doch mal einen Körper kaufen. Aber das gab es ja früher auch mal, dass man mal so einen Ellbogen abgekriegt hat, oder gab es das gar nicht? Das ist ein bisschen sinniger geworden. Man ist nie so gesprungen, sondern nee, auch nicht so, aber die Schlagen, glaube ich, war nicht so übel. Heute gehen die hoch und ein Arm siehst du, muss man mal beobachten, ja, weil ich auch mich davon überzeugen musste. Aber ist doch klar, wenn ich oben bin und der mit im Gesicht und Ellbogen ist schon gefährlich. Also dann, ich glaube, die Körperlichkeit, du weißt es besser, das hat schon ganz schön zugenommen. Und auch die Fouls, auch die versteckten Fouls, man kann es ja auch mal umgekehrt sehen. Viele dieser Fouls, die wirklich eigentlich am Rande einer Tätlichkeit sind, werden auch nicht gesehen oder können auch manchmal nicht gesehen werden. Weil man muss auch wirklich fairerweise sagen, den Job, den die Schiedsrichter machen müssen heute, den möchte ich nicht machen. Ja. Also die müssen innerhalb wirklich von Bruchteilen, von Zehntelsekunden müssen die solche Situationen bewerten. Ja. Natürlich haben sie noch ihre Assistenten, die dann manchmal, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, auf Ballhöhe vielleicht nicht so ganz sind, wie sie sein müssten, weil es einfach viel zu schnell geht. Die sollten mehr eingreifen, wenn sie an der Außenlinie was sehen. Ja, gut, das kommt noch dazu. Melden, ja. Ja, gut, da wundert man sich manchmal, wenn sie... Aber wenn der Schiedsrichter dabei ist, dann muss er schon entscheiden, ob es faul oder nicht faul war oder Absicht oder keine Absicht. Und wir sitzen oben, oder wir sitzen am Fernseher, wir haben die Perspektive, die Kamerabilder uns geben, und haben natürlich einen ganz anderen Überblick auf das, was... Wir sehen ja auch alles. Ja, na sicher, wir zwei sowieso. Wir haben ja die richtigen Brillen auf. Ja. So, ne, aber ich meine auch auf dem Platz. Ne? Ich meine, du weißt das auch. Geh mal auf den Platz, dann siehst du den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht. Ja, ich meine, das geht so schnell. Ja. Und wenn du nur ein bisschen verdeckt bist, stehen 3-4 Spieler so und dann passiert irgendetwas und du musst das in der Sekunde bewerten. Ja. Dass da, also ich finde sogar, ehrlich, dass dafür sogar noch verhältnismäßig selten mal eine Entscheidung auch umstritten, also wirklich umstritten. Ja. Das sind ja dann immer die Dinger, die wirklich, sagen wir mal, nah am 16er sind, also wirklich gefährliche Freistoßpositionen produzieren oder sogar ein Elfer oder sowas. Wenn sowas auf dem Feld normal passiert, dann, und das ist mal ein ungerecht gepfiffenes Foul, da fragt das ja eigentlich passiert, keiner. Das passiert ja jedem, kann ja nicht anders sein, wie du schon sagst, dass das passiert immer, aber das muss ich dann irgendwo ausgleichen übers Spiel. Aber im Grunde manchmal riecht man sich ja auch über Lappalien. Also, wir riechen uns nicht über eine Lappalie auf, sondern über ganz etwas Gravierendes, nämlich Ihre Nachfolger im HSV-Sturm.
Bis einschließlich des 29. Spieltages hatte der HSV kümmerliche 16 Tore geschossen. Da konnte nur Tasmania Berlin ein bisschen mithalten. Wie sehr hat Sie das enttäuscht, dass Ihre Nachfolger da überhaupt nicht zustande gebracht haben? Oder wird zu wenig nach vorne gespielt? Nein, also, aber das gebietet mein Anschein, dass ich nicht über meine Nachfolger rede oder sie kritisiere. Aber auf jeden Fall kann man vielleicht sagen, dass das ein bisschen zu wenig war. Ich habe ja gesagt, wenn man keine Tore schießt, kann man auch nicht hoch gewinnen. Das ist ja bei uns nun wirklich der Fall gewesen. Und da muss man dran arbeiten, dass das in Zukunft besser wird. Denn ich habe ja, glaube ich, schon einmal gesagt, wenn du zu Null spielst, dann kannst du nicht hoch gewinnen. Ja. So, wir nähern uns schon dem Ende. Olli, was haben Sie als größte Enttäuschung für sich ausgemacht an dieser HSV-Saison? Gibt es eine große oder gibt es viele größere? Ach, Enttäuschung. Enttäuschung, ach, da gibt's andere Dinge, die mich wirklich enttäuschen vielleicht, die aber nichts jetzt mit Fußball zu tun haben. Für mich ist immer eine große Freude, ins Stadion zu gehen und vielleicht ist es eher so insgesamt die Stimmung. Der HSV ist ja in den letzten Jahren, sagen wir mal, auch spätestens seit sie nun nicht mehr international dabei sind, natürlich hinter dem zurück, was man als Fan sich so wünscht. Und in den letzten 2-3 Jahren, wo es auch immer mehr oder weniger mal gegen den Abstieg ging, die letzte Saison, die Relegation gegen Greuther Fürth, da haben wir alle gesagt, nie wieder so eine letzte Viertelstunde wie damals in Fürth und dann noch nicht mal mit einem Tor, da ist es wieder, wenn du keine Tore schießt, gewinnst du nicht. Also mit einem 0-0 und mit einem 1-1, also minimaler kann die Versorgung nicht sein, mit der du so ein Ding noch rettest. Ja? Und das möchte ich nicht mehr erleben, habe ich immer gedacht, und jetzt wird alles besser. Und das ist ja auch letztlich immer so. Vielleicht ist es die Enttäuschung, dass immer wieder die Hoffnung kommt und irgendwo auch so ein bisschen natürlich ein Fünkchen Hoffnung auch über die Medien verbreitet wird, wenn wieder ein neuer Trainer kam und dann denkt man, naja, mal gucken. So, das lässt dann irgendwann natürlich auch mal nach. Also man sieht das dann schon realistisch. Eher die ganze Saison, sag ich mal. Ja. Okay. In Sachen Enttäuschung, die neue Führung. Es wurde eine Führung installiert, die sehr viel Hoffnung verbreitet hat am Anfang. Ist das, weil Sie auf Konstanz ansprachen vorhin, ist es der richtige Weg, weiter an diesen Menschen festzuhalten? Ich glaube schon, ja. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also ich fand auch, kenne ich ihn nur sehr flüchtig und so menschlich, glaube ich, wirklich eine 1A, Dietmar Beiersdorfer, ein guter, besonderer Typ, der auch vorher in der Hoffmann-Ära sicher ganz hervorragende Arbeit geleistet hat, was man so sieht und sich so zusammenreimt. Ich glaube, dass er da richtig ist und ich weiß auch nicht, wie sehr ihm sozusagen den Umständen geschuldet die Hände gebunden waren, aus und mit dem, was da ist, das zu machen, also damit meine ich auch die finanziellen Mittel, die da waren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die Mannschaft, so wie der Kader jetzt bislang bis per Ende der Saison war, die ist, glaube ich, von 6 Trainern zusammengestellt worden. Und es schließt sich jetzt wieder ein Kreis. Damals, 2009, hat er Bruno Labbadia nach Hamburg geholt. Jetzt ist er mit Bruno Labbadia hier wieder im Team sozusagen. Ja. Und gut, weiß man auch nicht. Wann ist Bruno, glaube ich, gegangen worden? Vor 6 oder 5. Ja, aber da waren 2010. Wie war das? Das war doch Halbfinale Euroleague. 2010 war das. Glaube ich, an 7. oder 8. Stelle. Ja. Gut. Ja, aber nach einem gravierenden 1-5 in Sinsheim gegen Hoffenheim. Ja. Ne? Also das war dann ausschlaggebend dafür, dass das Ganze. Aber Hamburg, ich hatte immer den Eindruck, dass er an Hamburg sehr hängt und dass er auch sehr motiviert war. Ich hatte auch immer den Eindruck, dass er unter Labbadia die Mannschaft sehr motiviert war, auch damals. Ja. So wie ich das auch im Übrigen bei Thorsten Fink fand, im Übrigen, dass die Mannschaft sehr motiviert war. Wobei, aber wenn man jetzt Bruno Labbadia sieht, wir haben vorhin über Typen gesprochen, es gibt zu wenig Typen, sagen wir. Das ist natürlich ein Typ, der spielt ja noch fast mit. Ich wollte ja sagen, der bewegt sich ja fast mehr als ein oder andere Spieler. Ist das so ein Typ, den der HSV auch braucht jetzt, so eine Figur von? Ich glaube schon, dass man, wie gesagt, man braucht so viel beim HSV, deswegen kann man gar nicht in ein, ja, das ist so. Also ich hoffe, dass man spätestens jetzt auch aufgewacht ist. Und das, was passieren muss, glaube ich, da sind wir uns alle im Klaren. Und ich bin auch der Meinung, ich kenne ihn ja auch gut, du hast Didi gesagt, nur Didi muss jetzt auch ein bisschen mehr Druck machen. Ja. Er ist ein ruhiger, besonderer Typ und er hat auch Ahnung und alles wunderbar. Aber jetzt muss er auch mal rein, weil der Aufbau einer neuen Mannschaft, und die auch erfolgreich dann sein soll, was er ja auch möchte, Da muss er schon ein bisschen Druck machen. Und das muss man auch merken, das muss die Mannschaft auch merken. Und er hat ja auch als Chef das Recht, von den Spielern
Das ist in jedem Fußball das Geschäft geworden. Die Sitsche hat das schon gesagt. Du kannst als Chef doch gar nicht, brauchst nicht viel zur Mannschaft sagen. Aber du kannst doch auch mal sagen, hör mal zu, ihr habt den schönsten Beruf, den es überhaupt gibt, verdient Bombengeld, aber jetzt muss ein bisschen mehr auf dem Platz geleistet werden. Ich finde, das sind Worte, die kann jeder Chef zu seinen Angestellten sagen. Ist bei uns nicht anders. Ja, so viel Geld hätte ich gerne mal verdient. Ja, ja, nein, ich will nur sagen, das ist doch in Ordnung, das sollen sie auch. Aber du musst dann auch mal sagen können, wenn es dann nicht reicht oder der Einsatz zum Beispiel eben nicht entsprechend ist, dann muss ich das auch den Spielern mal sagen können. Und dann müssen die auch so fair sein und das auch annehmen, wenn dem so ist. Also ich hoffe, dass das in Zukunft gar nicht mehr nötig ist, aber das weiß man alles nicht. Man muss ja wieder eine neue Mannschaft aufbauen, man muss sie motivieren. Und im Grunde, wenn du in unser Stadion aufläufst und siehst dann den Teppich da, siehst die Stadion, siehst die Begeisterung, dann noch schön geheizter Rasen, ja, wer dann nicht motiviert ist, der muss sich einen anderen Beruf suchen, sage ich mal ganz ehrlich. Da bin ich also auch, da habe ich auch kein Verständnis für, weil wenn ich da oben sitze und auflaufe, ich kann schlecht spielen, aber ich kann anderthalb Stunden wirklich ackern, alles geben, ackern, dann kann ich auch aufrachten, gerne wieder in die Kabine gehen. Mhm. Weil ich sage, ich habe alles gegeben heute. Es ist im Sport so, dass es nicht jeden immer bombig läuft. Du hast mal Pech. Ja, ja, und auch im Tor, wenn du oder Tore schießt, da verhaust du auch mal 100%ige und sagst, oh Gott, was hast du da heute wieder... Grüßen. Ja, ist so. Ja. Das ist ja normal. Also da sagt ja auch keiner. Selbst Uwe Seeler hat mal einen daneben gesetzt. Auch das ist doch, warum? Ich bin auch nur Mensch. Also, ja, das ist doch ganz klar. Aber Herr Seeler. Aber ich hatte einen Trainer, der hat zu mir gesagt, Uwe, wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, hau ihn rein. Ja. Das habe ich öfter gemacht. Ja. Und Sie haben auch schon mehrfach gesagt, der HSV, sicher wird er nochmal deutscher Meister, ich weiß noch nicht wann. Ja gut, das weiß man, der Aufbau ist ja nicht einfach. Also, nee, also ich hoffe, dass das schnell geht und dass man braucht auch ein bisschen Glück dazu. Man sieht es aber in einigen Traditionsvereinen, zum Beispiel Gladbach, da hat es ja auch ein paar Fälle gegeben. Ja, ich sage jetzt mal so eine Dekade 10 Jahre, nur mal so Pi mal Daumen. Da gibt es ja andere Beispiele auch, aber Gladbach fällt mir jetzt als erstes ein. Sehr schwere Zeit durchgemacht und das Gladbach gehört heute zu den Top 3. 3, 4, 5, die es in der Liga gibt. Und das wird in der nächsten Saison mit Sicherheit auch wieder so sein. Es geht fast alles. Dortmund war auch mal ganz weit unten. Ne? Das wollte ich fragen. Genau, Dortmund war ganz weit unten. Also Gladbach war zum Beispiel, bevor Favre gekommen ist, sie waren mausetot, die waren eigentlich schon abgestiegen. Ja. Konnte man gar nicht mehr retten. Aber Ihr Nachfolger in der Nationalmannschaft, einer Ihrer Nachfolger, Rudi Völler, jetzt bei Bayer Leverkusen verantwortlich, hat mal gesagt, der Rückstand von Leverkusen, und die schwimmen ja nun im Geld durch Bayer, ist gar nicht mehr aufzuholen von gegenüber den Bayern. Schafft der HSV das denn überhaupt irgendwann mal wieder in Sichtweite zu den Bayern zu kommen? Das hoffe ich. Ich bin ja nun mal durch und durch HSV. Ich hoffe, dass wir uns langsam... Also ich bin nun nicht so verrückt, weil ich weiß, wie schwer das ist. Du brauchst auch ein bisschen Glück, wenn es dann schneller gehen soll. Aber du brauchst schon eine gewisse Zeit, um mal wieder dahin zu kommen. Also ich bin schon mal froh, wenn wir oben im oberen Drittel rumschwimmen. Dann hat man auch die Möglichkeit, noch mal Punkte zu setzen, um dann ganz oben hinzukommen. Gesagt wurde es ja, Gladbach hat es ja auch hervorragend geschafft. Und die waren an und sich noch... Schon fast abgestiegen. Die waren ja auch zwischendurch abgestiegen. Kaiserslautern ist mal abgestiegen und ist dann gleich Meister geworden wieder. Deswegen habe ich ja auch immer gesagt, weil man muss mal absteigen, damit sie mal draus lernen und so weiter. Ich sage, bitte nicht, lieber noch mal Schulden machen in der Winterpause. So ist das. Ist preiswerter als absteigen. Ja. Davon bin ich auch überzeugt. Weil ich auch gesagt habe, auch für Hamburg ist es schon sehr, sehr gut, dass der HSV in der Bundesliga, ich glaube, da gibt es viele Faktoren, die dafür sprechen, aber für den HSV natürlich auch, weil der HSV, das wissen wir auch, das ist ja kein Geheimnis, auch Schulden hat, die müssen jetzt vernünftig aufbauen. Mhm. Und zwar hoffe ich auch, dass das auch mal wieder jetzt Nachwuchsleute kommen, weil das ist immer gut, wenn man eigene Leute innerhalb der Mannschaft mit einbaut. Das macht sogar Bayern München. Mhm.
Und hat damit viel Erfolg. Ich kenne auch einen jungen Spieler, der in Bremen spielt. Den könnte man vielleicht noch mal nach Hamburg. Ja, ja, ja. Ne? Nein, also, aber ich will nur sagen, vom Grundprinzip ist es ja alles machbar. Und warum soll man nicht jetzt auch mal eine glückliche Hand haben? Und wenn man jetzt vielleicht noch drei oder vier, ist ja mehr, aber neue Mischung hat, das kann plötzlich explodieren und daran kann man weiter dann aufbauen und das wünsche ich dem HSV, weil das ja für Hamburg, aber auch für uns alle, glaube ich, ganz gut ist. Wir sitzen dann oben auf der Tribüne viel ruhiger, wenn wir 1-2-0 führen, als wenn wir 1-0 hinten liegen. Wunderschön. Da habe ich noch eine Sache, Entschuldigung, bevor du Schluss machst. Nein, ich wollte noch, weil wir jetzt den Wunsch von Herrn Seeler gehört haben, ich würde gerne noch den Wunsch von Olli Dittrich für die neue Saison. Ein Wunsch, wenn Sie einen Wunsch frei hätten. Was würden Sie sich wünschen für die neue Saison? In Führung gehen, die Heimspiele relativ sicher gewinnen, aber vor allen Dingen bei den Heimspielen, also Minimalversorgung, ja, Minimalwunsch, die Heimspiele gewinnen und eben nicht in Rückstand geraten. Das wäre mein Wunsch. Und nicht wieder Abstiegskampf. Ja, na, das ist das jetzt mal da ganz klar, das ist halt wieder das am Ende der Saison. Aber wenn es einen grundsätzlichen Wunsch gibt, tatsächlich mal so solide in den Heimspielen auftreten, dass man mal erst das erste Tor schießt und möglichst immer und auch mal 2-0 oder 3-0 mal gewinnt und das nicht immer so eine Zitterpartie ist, wie so ein Spiel ausgeht. Dass man nie in einem Rückstand hinterherlaufen muss bei den Heimspielen und so weiter. Weil das schließe ich mich an. Okay, dann sind wir uns vielen Dank Ihnen, wunderbar. Das habe ich, das gehört gar nicht in die Kamera. Das habe ich. Wer mehr von Olli Dittrich wissen will oder schon von Schorsch. Das habe ich Uwe mitgebracht. Eigner, ja, ich möchte es trotzdem nochmal zeigen. Hier steht das ganze Leben von Olli Dittrich drin. Nicht und ganz, kommt ja noch einiges und es steht auch was zu Uwe drin im Übrigen. Deswegen habe ich das Buch von Olli schon gekriegt und habe schon überall meine Striche gemacht, wo ich demnächst eine Fragestunde mache. Das ist aber hier nicht gut. Pass mal auf, ich habe dir eins mitgegeben, ich habe dir noch eine kleine Widmung reingeschrieben. Da ist ja auch was von dir mit drin. Ne? Das ist, ja, weiß ich. Das super, wie Weihnachten. Also nochmal vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Das war uns ein Vergnügen, das war traumhaft. Und auf eine schöne neue Saison. Das war's. Also, wir geben zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Ja, den Satz habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Das ist noch aus einer Zeit, wo wir Bundesliga-Konferenz im Radio hatten. Oder HSV noch Meister wurde. Wenn ich sehe, was für Schreibwürde... Ich bin auch überhaupt nicht dagegen gewesen, muss ich sagen. Oder der Elfmeter, das ist doch genau die gleiche. Ja, das war so eine Konzession, glaube ich. Also aber wenn ich da stehe und mich schießt einer an... Also ich kenne das immer nur, die Hand muss zum Ball reichen. Aber du kannst dich ja nicht immer die Hände nach hinten nehmen. In der Bewegung, das geht ja gar nicht. Also gut, da will ich gar nicht erst anfangen, was da teilweise gepfiffen wird. Fußball ist ja nun kein kannst du nicht körperlos spielen. Mhm. Also wenn es mit Schlagen, so brauchen wir uns gar nicht unterhalten. Aber du musst doch mal einen Körper kaufen. Aber das gab es ja früher auch mal, dass man mal so einen Ellbogen abgekriegt hat, oder gab es das gar nicht? Das ist ein bisschen sinnig geworden. Nicht so geworden, das stimmt. Man ist nie so gesprungen, sondern nee, auch nicht so, aber die Schlagen, glaube ich, war nicht so übel. Heute gehen die hoch und einen Arm siehst du, muss man mal beobachten, weil ich auch mich davon überzeugen musste. Aber ist doch klar, wenn ich oben bin und der im Gesicht und Ellbogen ist schon gefährlich. Also dann, ich glaube, die Körperlichkeit, ich meine, du weißt es besser, das hat schon ganz schön zugenommen und auch die Fouls, auch die versteckten Fouls, man kann es ja auch mal umgekehrt sehen, viele dieser Fouls, die wirklich eigentlich am Rande einer Tätlichkeit sind, werden auch nicht gesehen oder können auch manchmal nicht gesehen werden, weil man muss auch wirklich fairerweise sagen, den Job, den die Schiedsrichter machen müssen heute, den möchte ich nicht machen. Ja. Also die müssen innerhalb wirklich von Bruchteilen von
Zehntelsekunden müssen die solche Situationen bewerten. Ja. Natürlich haben sie noch ihre Assistenten, die dann manchmal, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, auf Ballhöhe vielleicht nicht so ganz sind, wie sie sein müssten, weil es einfach viel zu schnell geht. Die sollten mehr eingreifen, wenn sie an der Außenlinie was sehen. Ja, gut, das kommt noch dazu. Melden, ja. Ja, gut, da wundert man sich manchmal, wenn sie... Aber wenn der Schiedsrichter dabei ist, dann muss er schon entscheiden, ob es faul oder nicht faul war oder Absicht oder keine Absicht. Und wir sitzen oben oder wir sitzen am Fernseher, wir haben die Perspektive, die die Kamerabilder uns geben, ja, und haben natürlich einen ganz anderen Überblick auf ja, das, wir was... Wir sehen ja auch alles. Ja, na sicher, wir zwei sowieso, wir haben ja die richtigen Brillen auf. Ja, ja. So, ne, aber ich meine auch auf dem Platz, ne? Ich meine, du weißt das auch, geh mal auf den Platz, dann siehst du den Wald vor lauter Bäumen manchmal nicht. Ja, ich meine, das geht so schnell und wenn du nur ein bisschen verdeckt bist, stehen 3-4 Spieler so und dann passiert irgendetwas und du musst das in der Sekunde bewerten. Ja. Ja, dass da, also ich finde sogar, ehrlich, dass dafür sogar noch verhältnismäßig selten mal eine Entscheidung auch umstritten, also wirklich umstritten. Ja. Das sind ja dann immer die Dinger, die wirklich, sagen wir mal, nah am 16er sind, also wirklich gefährliche Freistoßpositionen produzieren oder sogar ein Elfer oder sowas. Wenn sowas auf dem Feld normal passiert, dann, und das ist mal ein ungerecht gepfiffenes Foul, da fragt das ja eigentlich passiert, keiner. Das passiert ja jedem, kann ja nicht anders sein, wie du schon sagst. Ja. Das passiert immer, aber das muss ich dann irgendwo ausgleichen übers Spiel. Aber im Grunde, manchmal riecht man sich ja auch über Lappalien. Also, wir riechen uns nicht über eine Lappalie auf, sondern über ganz etwas Gravierendes, nämlich Ihre Nachfolger im HSV-Sturm. Bis einschließlich des 29. Spieltages hatte der HSV kümmerliche 16 Tore geschossen. Da konnte nur Tasmania Berlin ein bisschen mithalten. Wie sehr hat Sie das enttäuscht, dass Ihre Nachfolger da überhaupt nichts zustande gebracht haben? Oder wird zu wenig nach vorne gespielt? Nein, also, aber das gebietet meinen Anschein, dass ich nicht über meine Nachfolger rede oder sie kritisiere. Aber auf jeden Fall kann man vielleicht sagen, dass das ein bisschen zu wenig war. Ich habe ja gesagt, wenn man keine Tore schießt, kann man auch nicht hoch gewinnen. Das ist ja bei uns nun wirklich der Fall gewesen. Und da muss man dran arbeiten, dass das in Zukunft besser wird. Denn ich habe, glaube ich, schon einmal gesagt, wenn du zu Null spielst, dann kannst du nicht hoch gewinnen. Ja. So, wir nähern uns schon dem Ende. Olli, was haben Sie als größte Enttäuschung für sich ausgemacht an dieser HSV-Saison? Gibt es eine große oder gibt es viele größere? Ach, Enttäuschung. Enttäuschung, ach, da gibt's andere Dinge, die mich wirklich enttäuschen vielleicht, die aber nichts jetzt mit Fußball zu tun haben. Für mich ist immer eine große Freude, ins Stadion zu gehen und vielleicht ist es eher so insgesamt die Stimmung. Der HSV ist ja in den letzten Jahren, sagen wir mal, auch spätestens seit sie nun nicht mehr international dabei sind, natürlich hinter dem zurück, was man als Fan sich so wünscht. Und in den letzten 2-3 Jahren, wo es auch immer mehr oder weniger mal gegen den Abstieg ging, die letzte Saison, die Relegation gegen Greuther Fürth, da haben wir alle gesagt, nie wieder so eine letzte Viertelstunde wie damals in Fürth und dann noch nicht mal mit einem Tor, da ist es wieder. Wenn du keine Tore schießt, gewinnst du nicht. Also mit einem 0-0 und mit einem 1-1, also minimaler kann die Versorgung nicht sein, mit der du so ein Ding noch rettest. Ja? Und das möchte ich nicht mehr erleben, habe ich immer gedacht und jetzt wird alles besser. Und das ist ja auch letztlich immer so. Vielleicht ist es die Enttäuschung, dass immer wieder die Hoffnung kommt und irgendwo auch so ein bisschen natürlich ein Fünkchen Hoffnung auch über die Medien verbreitet wird, wenn wieder ein neuer Trainer kam und dann denkt man, naja, mal gucken. So, das lässt dann irgendwann natürlich auch mal nach. Also man sieht das dann schon realistisch. Eher die ganze Saison, sag ich mal. Ja. Okay. In Sachen Enttäuschung, die neue Führung. Es wurde eine Führung installiert, die sehr viel Hoffnung verbreitet hat am Anfang. Ist das, weil Sie auf Konstanz ansprachen vorhin, ist es der richtige Weg, weiter an diesen Menschen festzuhalten? Ich glaube schon, ja. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also ich fand auch, kenne ich ihn nur sehr flüchtig und menschlich, glaube ich, wirklich eine 1A, Dietmar Beiersdorfer, ein guter, besonderer Typ, der auch vorher in der Hoffmann-Ära sicher ganz hervorragende Arbeit geleistet hat, was man so sieht und sich so zusammenreimt. Ich glaube, dass er da richtig ist und ich weiß auch nicht, wie sehr ihm sozusagen den Umständen geschuldet, die Hände gebunden waren, aus und mit dem, was da ist, das zu machen, also damit meine ich auch die finanziellen Mittel, die da waren. Man darf ja auch nicht vergessen, dass
die Mannschaft, so wie der Kader jetzt bislang bis per Ende der Saison war, die ist, glaube ich, von 6 Trainern zusammengestellt worden. Und es schließt sich jetzt wieder ein Kreis. Damals, 2009, hat er Bruno Labbadia nach Hamburg geholt. Jetzt ist er mit Bruno Labbadia hier wieder im Team sozusagen. Ja. Und gut, weiß man auch nicht. Wann ist Bruno, glaube ich, gegangen worden? Vor 6 oder vor 5. Ja, aber da waren 2010. Wie war das? Das war doch Halbfinale Euroleague. 2010 war das. Glaube ich, an 7. oder 8. Stelle. Ja, gut. Ja. Ja, aber nach einem gravierenden 1:5 in Sinsheim gegen Hoffenheim. Ja. Also das war dann ausschlaggebend dafür, dass das Ganze. Aber Hamburg, ich hatte immer den Eindruck, dass er an Hamburg sehr hängt und dass er auch sehr motiviert war. Ich hatte auch immer den Eindruck, dass er unter Labbadia die Mannschaft sehr motiviert war, auch damals. Ja. So wie ich das auch im Übrigen bei Thorsten Fink fand, im Übrigen, dass die Mannschaft sehr motiviert war. Wobei, aber wenn man jetzt Bruno Labbadia sieht, wir haben vorhin über Typen gesprochen, es gibt zu wenig Typen, sagen wir. Das ist natürlich ein Typ, der spielt ja noch fast mit. Ich wollte ja sagen, der bewegt sich ja fast mehr als ein oder andere Spieler. Ist das so ein Typ, den der HSV auch braucht jetzt, so eine Figur von? Ich glaube schon, dass man, wie gesagt, man braucht so viel beim HSV. Deswegen kann man gar nicht in ein, ja, das ist so. Also, Ich hoffe, dass man mal gut eingekauft. Ne? Wenn man sich die Namen mal vergegenwärtigt: Berami, Stieber, Müller, Green, Kleber, Oscholek, Holtby, da konnte doch eigentlich gar nicht schiefgehen. Warum ist es denn doch schiefgegangen? Naja, wenn dann so Leute wie ich nun das Geheimrezept kennen würden. Ne? Schwer zu sagen. Also ich würde eher als Fan, ich leide ja wirklich als Fan mit, und da sitzt man gerne auf der Tribüne und sagt, nun spiel doch oder so. Ja, und da weiß man natürlich immer alles besser. Was ich ganz grundsätzlich bemerkenswert finde, ist, dass einfach so wenig Zeit für Kontinuität noch da ist. Dass man wirklich Zeit hat, solide etwas aufzubauen. Wenn man alleine sieht, wie viele Trainer der HSV in den letzten Jahren hatte, insbesondere im letzten Jahr. Und daran sieht man eben auch, dass doch der schnelle Erfolg gesucht und gewünscht wird. Und das ist eine Binsenweisheit, das weiß jeder, der mal in einem Kollektiv gearbeitet hat. Ob wir das sind mit einer Band oder in einem Team oder in einer Firma oder wegen mir auch in einer Mannschaft und im Verein. Du brauchst einfach natürlich gutes Personal, und das ist auf dem Papier mit Sicherheit auch da. Und der eine oder andere hat das auch sicherlich immer mal wieder während der Saison gezeigt, was in ihm steckt. Und was, das ist nicht mangelnde Qualität, das glaube ich in gar keinem Fall. Aber du brauchst einfach Zeit, und auch von der Spitze, also auch zum Beispiel von der Trainerschaft, glaube ich, einfach Kontinuität. Man muss den Leuten Zeit geben, daraus wirklich ein Team zu formen. Umso mehr im Übrigen finde ich ehrlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, was Labbadia geleistet hat in den letzten Spielen unter so einer Drucksituation, ist wirklich aller Ehren wert. Denn der hat das ja auch mit so ein paar Maßnahmen, was man so gesehen hat, mit der Mannschaft auch irgendwo hinzugehen. Wir haben Bilder gesehen am Lagerfeuer, haben die irgendwo gesessen, oder sie sind dann da irgendwie in den, wie heißt er, Wachtelhof oder so gefahren. Ja. Und mit dem Kanu umgekippt sogar. Mit also. Ja, gut. Ja, gut, aber er hat Zusammenhalt, ja, die, das ist meine. Ja, also im Grunde ist es ganz einfach. Also da kann man gar nicht viel erklären. Und ich glaube, es ist schon richtig, wie du sagst, das hat mit den einzelnen Spielern auch nichts zu tun. Es gibt aber ein altes Sprichwort, was sehr wahrscheinlich auch in den nächsten 100 Jahren neu ist. Fußball ist ein Mannschaftssport. Und eine vernünftige Mannschaft oder funktionierende Mannschaft muss A1 eine Struktur haben, aber was das Allerwichtigste ist, und das müsste an sich jeder, der Fußball gespielt hat, wissen, eine Mannschaft oder eine gute Mannschaft, vernünftige Mannschaft, muss auch eine gute Mischung sein. Und ich glaube, da liegt das Geheimnis, dass die Mischung nicht gestimmt hat. Das hat mit den Spielern als solches nichts zu tun, sondern wenn du aber nur die Art von Spieler hast, du brauchst eine gute Mischung, und dann hast du auch Erfolg. Also da bin ich fest von überzeugt. Spielerisch wie menschlich wahrscheinlich auch. Ne? Also meine, dieser alte Spruch, Freunde sollt ihr sein. Ja, na klar, da gehört ja vieles dazu. Deswegen, das war der Aspekt, auf den ich jetzt gerade abgehoben habe, dass ich also glaube, dass in dieser Situation eine der wichtigsten Maßnahmen war, die Truppe als sozusagen Truppe von Freunden oder Leuten, die sich gut verstehen, die sich auch menschlich immer zusammenzuführen. Das war eine ganz wichtige Maßnahme. Das haben die schon klug erkannt. Und ich glaube, dass das, gut, es ging jetzt wieder bis zur letzten Minute, war es spitz auf Knopf, und es hätte auch andersrum sein können, müssen wir ehrlich sein. Ja. Aber wenn man jetzt sagen will, alles, was da in den letzten Wochen dann passiert ist und unternommen wurde, das war mit ein wichtiger Aspekt. Ich glaube, es wäre wirklich schief gegangen, wenn das nicht gelungen wäre. War Bruno Labbadia die entscheidende Figur für Sie, Herr Seeler? Ja, ich glaube schon. Ich bin so, was man gesehen hat. Er hat ja innerhalb kürzester Zeit, was eben in solcher Situation ja nicht einfach ist,
Und was man nicht wusste, hat er immer mehr Struktur reingebracht. Und auch vor allen Dingen, dass es eine Mannschaft war. Und auch gerade jetzt im letzten Spiel hat man ja gesehen, dass sie alle gemeinsam wieder an einem Strang gezogen haben. Also das heißt, wir kommen ja nicht drum herum, ist Mannschaftssport und da muss es eine Geschlossenheit sein, eine Einheit sein. Wenn 3-4 Leute in der Mannschaft nicht mitspielen, hast du schon keine Chance mehr. Das ist so. Genauso, wenn du Gegner unterschätzt und sagst, die schaffen wir. Und da sind 3 oder 4 Leute in der Mannschaft, die das wirklich unterschätzen, dann hast du Probleme. Das ist einfach so. Das ist jetzt kein großes Geheimnis oder großes Wissen. Es ist im Fußball so. Auch die Mischung muss stimmen. Ja, aber du kannst die Leute ja eben menschlich auch nicht ändern. Wenn du wirklich so jemanden dabei hast, der eben permanent, sagen wir mal, so eine Situation unterschätzt oder wo man dann auch manchmal auf der Tribüne sitzt und sagt, nun mach doch mal, also was hier dir läuft die Zeit davon. Ja, also dass da oben irgendwie, und dann siehst du auf der, weiß ich nicht, 50 Meter weiter, siehst du jemanden, der irgendwie alles versucht und dem du die gleiche Verzweiflung anmerkst, die man selber empfindet, so nach dem Motto, was ist denn jetzt eigentlich? Also habt ihr den Schuss nicht gehört oder so? Ja. Das hat man schon auch gelegentlich mal beobachtet. Ja. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Kunst, auch was diesen Aspekt angeht. Nicht nur das Fußballerische und dass du auf den Positionen gut verstärkt bist und dass du eben auch Typen hast, die auch eine Mannschaft nach vorne treiben. Der Trainer braucht jede Mannschaft. Nicht? Das ist genauso, wie ich hinten den brauche, der für Ordnung sorgt, der auch ein bisschen das Auge hat und dem anderen oder einmal sagen kann, du musst da aufpassen. Genauso wie du im Mittelfeld einen brauchst, der nach vorne Dampf macht. Aber du brauchst vorne eben auch Knipser. Ne? Weil wenn du zu Null spielst, kannst du nicht hoch gewinnen. Das ist immer so. Das ist ganz einfach im Grunde. Aber das Schwerste, das Einfachste ist immer das Schwerste. Ich glaube auch, ein wichtiges Wort über diese Mannschaft ist noch gar nicht gefallen. Die Hierarchie in einer Truppe. Früher gab es, Uwe Seeler war die Nummer 1 in seiner Mannschaft. Wenn er was gesagt hat, dann haben alle pariert und er hat sie alle mitgerissen. Später war das Horst Rubisch, der das uneingeschränkt, obwohl da nun Stein, Kals, Jakobs, Hieronymus und Magath und wie sie alle hießen, mit in dieser Truppe standen. War Rubisch die absolute Nummer 1. Kals, der große Schweiger. Ne? Aber, das, und, aber so einen Mann gab es jetzt in diesem Jahrtausend noch nicht. Also wie kann man so einen Mann finden? Also ich glaube, der HSV, Herr Seeler, hat auch ein Stückchen weit auf die verkehrten Führungsleute gesetzt. Also, weil von denen gar nichts kam. Na ja, gut, also das ist auch nicht mein Recht, das zu beurteilen, obwohl man natürlich gesehen hat, dass es nicht gestimmt hat. Also ich glaube schon, dass man darauf Wert legen muss. Man muss sich erkundigen und man muss auch sehen, was für ein Typ ist das. Ich glaube, das ist äußerst wichtig innerhalb der Mannschaft. Passen die zusammen, passen die nicht zusammen? Das heißt, ich glaube auch ein Hauptproblem, wir fangen immer wieder von, da ist natürlich das, was anfangs schon gesagt wurde, wenn du dauernd jedes Vierteljahr einen neuen Trainer hast, denn jeder Trainer will ein anderes System spielen, hat andere Vorstellungen, dann kommt natürlich auch dies durcheinander und das war alles nicht so das Gesündeste. Nur da muss man jetzt anfangen, wirklich absolut das alles sauber zu machen. Man muss den Spielern und dem Trainer auch Vertrauen schenken und der muss eben aus dem Material, was er sich selbst mit aussuchen muss, auch die Mannschaft finden, die zusammenpasst. Da kann man von draußen nicht helfen. Man sieht nur, wenn oben ist, das funktioniert und funktioniert nicht. Der HSV, der HSV, der HSV ist wieder da. Jo, immer noch erste Liga und wir sind auch wieder zur Stelle. Moin, moin, liebe Mats Abber. Ja, so schnell werdet ihr uns nicht los. Mats Ab live gibt's auch während der Sommerpause. Ganz kurz und zwischendurch mal sporadisch. Ja, wir hatten ja schon die größten Größen hier. Das muss man wirklich sagen. Angefangen mit Kultsänger und meinem Freund Lotto King Karl, der schon Dauergast bei uns ist. Lotto, dafür vielen, vielen Dank. Das weiß ich zu schätzen. Ja, und dann hatten wir Doll, Hermann Rieger, Manny Kals, Beere, Hieronymus, Jakobs, Hidien, Ripp, Neisner, von Hesen, Basti Reinhardt, Homp, sogar Eiche Nogli und zum Schluss ganz überragend, vielen Dank dafür, Schnorr und Schnorr. Aber das, was wir heute haben,
Das toppt alles. Es sind zwei Stars der ersten, allerersten Güte und wir freuen uns richtig, dass es uns gelungen ist, Uwe Seeler und Olli Dietrich an einen Tisch zu bekommen. Zwei Stars, die trotzdem vor allen Dingen auch HSV-Fans sind, ne? Das muss man sagen. Scholle und ich freuen uns riesig. Also das ist ein, dieser Tag wird in die Geschichte von Mats Ab live eingehen. Nein, vielen, vielen Dank. Also ich gebe meine Geschichte. Ja, ich wollte das sagen. So mit ehrlicher Arbeit haben wir es nicht geschafft. Nein, wir wollen uns natürlich unterhalten über den HSV, über euren HSV. Und da habe ich gelesen, Uwe, dass Sie gesagt haben, Videotext habe ich gelesen, dass beim HSV jetzt nach dieser Saison aufgeräumt werden muss. Ja, ich glaube, das wissen wir schon länger. Denn das ist ja nun nicht unbekannt, dass man jetzt schon ein paar Jahre rumdimmelt. Und irgendwann muss man ja aufwachen und mal merken und sagen, gut, jetzt müssen wir mal neu aufbauen. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Moment, denn wir sind alle glücklich, dass wir in der Bundesliga geblieben sind. Das sah ja nun lange nicht so aus oder bis zum Schluss nicht so aus. Aber trotzdem sind wir jetzt alle glücklich. Aber ich glaube auch, wenn wir nicht wieder rumdümpeln wollen in der neuen Saison, dass man sehr viel tun muss. Das ist nicht einfach, das weiß ich. Aber man muss ja irgendwann mal anfangen. Und da hoffe ich drauf. Und da sind die Verantwortlichen natürlich gefragt. Das ist ganz klar. Aber ich glaube schon, dass wir unsere Mannschaft auch neu mischen müssen. Wo muss denn was getan werden? Oder muss überall was getan? Ich glaube, es muss überall was gemacht werden, ja. Ja. Auch hinter den Kulissen, beziehungsweise auch in der Führungsetage, oder? Nein, ich glaube überhaupt, also natürlich auch nicht nur auf dem Platz oder die Mannschaft oder Spieler, sondern ich glaube, dass man oben sich auch viel Gedanken machen muss. Ich habe gesagt, das ist nicht einfach, aber man muss natürlich jetzt genau schauen, was brauche ich nicht, und da muss man handeln, weil ich glaube, sonst kann man ja nicht auch die Zuschauer, was wir an Zuschauern gehabt haben, das ist für mich die letzten 3 Jahre bei der Leistung oder bei den Leistungen, die gebracht wurden, für mich sensationell, die kann man gar nicht hoch genug loben. Aber ich weiß nicht, ob man das Glück auf Dauer pachten kann, also da muss man meines Erachtens sehr vorsichtig sein. Apropos Zuschauer, Olli, Sie sind Dauergast und mit Dauerkarte. Gibt es die nächste Dauerkarte auch schon? Oder, ja, klar, man muss sich ja immer rechtzeitig, ich weiß gar nicht, wann das Datum ist, bis wann man sozusagen sagen muss, man will auch in der nächsten Saison eine Dauerkarte haben. Klar, das ist ja so. Das bleibt auch so. Ich habe es jetzt aufs Jahr nicht genau parat, aber also 40 Jahre gehe ich Minimum ins Stadion. Damals noch das Volksparkstadion, ganz am Anfang, Westkurve Block E. Also da, wo wirklich die Luft brennt. Ja. Aber irgendwann, sagen wir mal, mit dem ersten leichten Bauchansatz kam dann auch die Dauerkarte auf der Tribüne. Aber wie gesagt, damals auch noch Haupttribüne ganz normal. Dann haben sie das Stadion umgebaut und gedreht. Und jetzt sitzen wir oben ganz normal, aber auch nicht hier VIP oder irgendeine Lounge oder so. Ich gehe ja nicht zum Essen ins Stadion. Bei uns in der Nähe. Wir sehen uns bei jedem Spiel. Genau, ne? Genau. Vor allem genau. Jetzt wieder im Volksparkstadion. Genau, das ist ja sowieso das Allerschönste. Also ich bin ja auch, also ohne dass man jetzt zu sehr rückwärtsgewandt sein sollte, aber das ist eine schöne Tradition. Ich weiß, dass es immer mehr um Geld geht, auch im Fußball. Da braucht man ja auch gar nicht lange drum herum reden. Insofern sind die Einnahmen, auch dass die Stadien eben nach großen Sponsoren benannt werden und das auch immer mal wechselt. Beim HSV, glaube ich, jetzt zum dritten oder vierten Mal. Ne? Es war AOL, dann war es HSH Nordbank, glaube ich, Imtech. War es noch einer? Nee, ne? Ich weiß gar nicht genau. Das sind. Ja, genau. Das ist ja nur klar. Uwe Seeler Stadion war es noch nicht. Ja, das habe ich ja schon vor langer Zeit vorgeschlagen übrigens. Aber ich glaube, du kannst nicht so viel Geld bezahlen wie Imtech, ne? Ich wollte sagen, solange sie Geld dafür kriegen, sollen sie weitermachen. Ja, genau. Nein, aber das ist natürlich eine tolle Tradition im Volksparkstadion. Das war es, das ist es und das ist im Volksmund, wird es auch immer so bleiben, weil es ein Stadion am Volkspark, also stimmt das ja. Und die Dauerkarte hat es auch in der zweiten Liga gegeben? Ja, na selbstverständlich. Ja, toll. Ja, na das ist ja sowieso, steht außer Frage. Ja. Ja, also wie heißt das immer so, die Raute im Herzen, ne? Mein Herz schlägt für den HSV, seit ich mich mit Fußball beschäftige und das ist jetzt also über 50 Jahre der Fall. Ich glaube, meinen ersten Verein, in dem ich selber gespielt habe, damals noch als, weiß ich gar nicht mehr, linker Verteidiger, stand ich da rum mit 7 auf dem Platz und wusste gar nicht, was man da so macht. Langenhorner TSV? Das war TSV Nien.
Niendorf damals noch. Da haben wir direkt gegenüber gewohnt im Vogt-Gordesdamm und ich musste nur über die Straße gehen und das war der Platz. Und ich weiß noch, wir hatten einen rechten Verteidiger, der wusste eigentlich auch nicht genau, was man da macht. Der stand dann da irgendwie, ganz hinten stand der, ne? Und dann ging das Spiel los und wir standen dann da und haben so gewartet, bis irgendwas passiert. Ne? So ging das los. Also ich hoffe, dass euer Trainer euch gesagt hat, wenn ihr zu Null spielt, habt ihr gut gespielt. Ja. Ja. Aber das ist lange, lange her. Da hatte ich noch kein richtiges Trikot und dann habe ich mich geschämt und dass ich, und keine richtigen Stiefel und so. Da wollte ich ja Adidas Uwe. Das waren nämlich meine ersten Fußballstiefel. Ja, gut, das war natürlich früher alles ein bisschen anders. Da war es nicht so einfach. Dann die Kriegsjahre waren schwer. Ja, ja. Und da richtige Fußballstiefel oder Fußballschuhe zu kaufen, war auch nicht ganz einfach. Das hat sich ja nun alles sensationell gewandelt und heute kannst du verschiedene Farben kriegen, verschiedene Typen, also alles, was das Herz begehrt. Ja, ja gut, das ist Kunstleder ist das jetzt. Genau. Ich hab immer gedacht, dass diese bunten Schuhe vor allen Dingen für die Regenwürmer da sind. Also wenn die den Kopf rausstrecken, dass die sehen, da kommt einer. Ne? Ja, richtig. Dass die dann nicht weggegrätscht werden. Ja, ja. Aber weißt du was, ich hatte ja wirklich, als ich Adidas Uwe, ich habe die gewollt, weil Uwe natürlich mein großes Vorbild war, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Und die waren ja auch gut. Die waren super. Auch gut. Die drei weißen Streifen an der Seite, Uwe. So. Und ich dachte wirklich, als kleiner Butschi, das Besondere eigentlich an den Schuhen ist, dass du die vorher anhattest. Ich dachte wirklich, das hat der Uwe getragen und dann waren die noch gut, ja, aber die wurden dann geputzt und in Verkauf gegeben. Ja. So, und die wollte ich unbedingt haben. Ne? Das dachte ich so, als sie klein war. Ne? Also ich habe sie nicht alle angehabt, aber es war in jedem Schuh Tor mit eingebaut. Ja, ja, so, wir kommen jetzt aber genug Scherz. Ans Eingemachte. Ja. Olli, der HSV hat eigentlich im Sommer... Habe ich das... aber das ist auch nicht meine Sache, von den Knebel auch gar nicht verstanden, dass er das gemacht hat. Aber er hat, glaube ich, rechtzeitig noch den Absprung gefunden und wieder sein Amt übernommen, als Trainer zu bleiben. Gut, er war mal Trainer, das ist ja in Ordnung. Aber Abstiegskampf und dann Amateurtrainer nur. Also Abstiegskampf ist etwas ganz Besonderes, ist einfach nicht, kann man nicht erklären. Und deswegen ist es eine schwierige Sache. Und wenn man das nie gemacht hat, ist es halt ein Riesenproblem. Und hat man ja auch gesehen. Das war, glaube ich, auch der Situation geschuldet, soweit wie wir das so aus den Zeitungen entnehmen konnten, dass sie ja wohl doch auf Tuchel gewartet haben. Und das weiß ja keiner wirklich. Also da wisst ihr besser, was da eigentlich wirklich in welchen Zeiträumen vor sich gegangen ist. Ja. Aber wenn sagen wir mal, nur die Hälfte stimmt von dem, was man so gelesen hat, dann war da ja wohl auf jeden Fall ein konkreter Kontakt da. Und man hat wohl eine Zeit lang auch sehr sicher annehmen können, dass das was werden kann. Ja. Und ich glaube, dass man darauf auch gewartet hat. Ja. Das ist so mein Eindruck. Und dann am Ende, gut, da kann man jetzt im Kaffeesatz lesen, woran es dann wiederum nicht gelegen oder gelegen hat, dass es nicht geklappt hat. Wahrscheinlich, weil in der gleichen Zeit, das war ja eine Sache von ein paar Tagen oder einer Woche oder sowas, dann ja auch plötzlich bekannt wurde, dass Klopp bei Dortmund aufhört. Das war ja auch eine große Überraschung, mit der keiner gerechnet hat. Ja. Und innerhalb dieser paar Tage hat sich ja dann das ganze Karussell einmal gedreht. Dann kann man das schon anders nachvollziehen. Ja, zum Glück. Der HSV, wenn es einen Meister, deutschen Meister gäbe in Quer- und Rückpassspiel, wäre der HSV mit Sicherheit Meister geworden. Da waren auch Freiburg und Paderborn ganz, aus einem ganz anderen Holz geschnitzt, also die haben Fußball gespielt. Wie oft sind sie da oben ausgeflippt? Weil das mal wieder Überhand genommen hat. Ja, also oft genug. Ja, da sitzt man dann da und sagt, Mensch, nun spiel doch mal nach vorn, da ist das Tor. Und was, ich habe auch hinter mir immer einen sitzen, der ist auch richtig laut. Ne, der verliert richtig die Nerven bei mir. Der sagt, du spiel doch und brüllt da rum und so, denke ich immer, oh. Also, aber es ist wirklich, manchmal ist es ja auch wirklich so. Ja. Also wenn es um was geht und dann eben so dieses, ich sag immer so salopp, ja, weißt du, so dieses, es fängt eigentlich gut an, ja, und dann kommt irgendwie das 0-1. Ja, so vielleicht so in der 24. Minute und dann denkt man, naja, ist da noch Zeit, ne? So, und dann kommt die zweite Halbzeit und dann kommen sie ein bisschen noch nicht ganz wach aus der Kabine und so. Und dann geht's eigentlich schon gar nicht mehr darum, dass man hofft zu gewinnen, sondern nur noch, dass man vielleicht einen Unentschieden schafft oder so. Also gerade so dieses immer in Rückstand geraten und dann aber doch sehr viel deutlicher der Mannschaft anmerken, sie sind bemüht, keine Fehler zu machen und lieber auf Nummer sicher zu gehen, aus so einer Halbzeit.
Haltung heraus kommt das ja auch erstmal vorsichtig und lieber mal warten und nicht mal, was weiß ich, nach dem Aus oder so, dann eben mal schnell auch nach vorne spielen, mal vielleicht so einen Moment nutzen, dass die anderen eben sich hinten noch nicht wieder formiert haben, die Abwehrreihen oder so. Das sagt man als Fan. Aber, ne? aber das ist eben das, was man heute im Fußball ja sagt, allerdings für mich überhaupt nicht logisch ist, Ballbesitz. Aber genau. wo ist für mich, also ich persönlich bin auch schon angeeckt, bin ich ganz ehrlich, weil die Logik ist für mich, wenn ich da oben sitze. Gut, nun gibt es Mannschaften, die vielleicht sehr ballsicher sind, aber auch dann wieder die Leute haben, die vorne mal ein Tor machen. Aber zum Beispiel, was ist für eine Logik da drin, wenn ich im Ballbesitz bin und habe die Möglichkeiten, außen lang zu spielen, um auch die aufgelöste gegnerische Deckung irgendwo unter Druck zu setzen. Wenn ich jetzt fünfmal hin und her spiele, quer zurück, und der Fünfte gibt es dem Torwächter und der haut den Ball nach vorne. Ja. Dann hat sich der ganze Gegner hinten wieder neu formiert, ist wieder geschlossen. Also die Chance ist für mich doch viel geringer, ein Tor zu schießen, weil die wieder hinten geschlossen sind. Ja. Wenn ich da fünfmal hin und her spiele, dann Torwächter haut ihn nach vorne. Da ist doch keine Logik drin. Ja, hat mir auch noch keiner erklären können, aber das ist so. Die Angst vor Fehlern ist es. Das ist auch nicht mein Verständnis vom Fußball, sondern wenn ich die Möglichkeit habe, spiele ich nach vorne. Deswegen lügen Statistiken oft auch. Ja, aber wir haben das doch auch bei uns gerade im Stadion gesehen, hin, her. Und der vielleicht noch zwischendurch verlieren sie auch noch einen Ball. Ja. Der ist in Holland in Not. Ich sehe die Logik nicht. Ja, wenn ich die Möglichkeit, dass ich, genauso gibt es ein ganz altes Sprichwort und ich glaube, das wird sich auch nie ändern, vom eigenen Tor, wenn ich letzter Mann bin, spiele ich auch nicht quer. Ja. Nicht, weil ich kann immer mal Pech das haben, dass ich den Pass nicht richtig treffe. Ja. Und da sind ja nun auch schon bei uns Tore gefallen. Also da spiele ich den Ball immer weg vom Tor, damit wenn ich verkehrt spiele, dann kann nicht viel passieren, dann kann ich mich wieder formieren. Ja. Also das sind einfache Dinge, die habe ich in der Knaben schon gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Und Herberger, das ist uralt, aber der hat ganz klar gesagt, Männer, wenn ihr den einfachen Fußball beherrscht, sagt er, dann seid ihr Weltklasse. Und da hat er aber die Weltklasse noch nicht ausgesprochen, hat er gesagt, aber Männer, es ist sehr schwer. Ja, da muss man drüber nachdenken, das ist auch richtig, einfach sauber zu spielen und dem Ball entgegengehen, wenn ich jetzt einen Pass kriege und dem Ball nicht entgegengehe, dann kann ich auf Schnee warten. Das ist doch klar, dass einer dazwischen läuft, gegnerischer Deckungsspieler. Es sind einfach so einfache Dinge, die müssen stimmen. Die müssen stimmig sein in der Mannschaft. Wenn ich einen Pass spiele, muss der entgegenkommen, dann muss ich mich wieder anbieten, kann ich nicht gucken, kriegt er ihn nicht. Ja, ist doch so. Ja. Das ist dieses einfache Verständnis vom Fußball und dann läuft es auch. Ja. Wenn ich mir Sie jetzt so anhöre, also wie war es denn am letzten Spiel jetzt gegen Karlsruhe in Karlsruhe? Da könnten Sie mit Sicherheit gar nicht mehr ruhig sitzen, oder war es dann tatsächlich? Das kann man auch nicht, nein. Wenn man so ein bisschen, aber gut, ich bilde mir ein, dass ich da auch immer ganz gelassen, aufgeregt, aber gelassen bin. Aber in Karlsruhe jetzt das Spiel, muss man ja ehrlicherweise sagen, da hat man zumindest gesehen, dass die Mannschaft will. Ja, klar. Und ich finde, man kann ja nichts verlangen, was nicht da ist. Aber da muss ich sagen, war ich schon etwas beruhigter, weil die Mannschaft wirklich gezeigt hat, dass sie weiß, worum es geht. Mhm. Und da ist sie marschiert, da hat sie sich bemüht. Man kann jetzt nicht plötzlich aus einer mittelmäßigen eine Weltklasse-Mannschaft machen. Aber ich finde, jede Mannschaft musst du sehen, die geben alles, die bemühen sich. Und dann bin ich auch schon zufrieden, bin ich ganz ehrlich. Und das hat sie gemacht. Sie hat sich gut verkauft, wie es sich in solchem Abschiedskampf auch gehört. Und deswegen hat man sich auch gefreut, dass sie es geschafft haben. Also trotz des Zustandekommens durch so einen Freistoß in der letzten Minute verdient, oder? Ja, logisch. Also, was heißt Freistoß? Solche Dinge werden laufen. Und das ist zwar albern, ist keine Wissenschaft, aber in einer funktionierenden Mannschaft hilft jeder jedem. Und es gibt immer mal Tage, wo der eine oder der andere schweigt. Aber wenn ich sage, komm, wir sind hinter dir,
dann wird er stark und dann funktioniert das in der Mannschaft auch. Ich sage ja, es ist im Grunde sehr einfach. Ist auch blöd, das jetzt zu sagen, aber nur so kann es funktionieren. Das war, glaube ich, in dem Spiel in Karlsruhe, jetzt im letzten Spiel. Da war es, glaube ich, am deutlichsten zu erkennen, auch, oder nicht? Absolut. Ist das nur die Situation gewesen, dass man wirklich im Abgrund stand und man musste? Vielleicht. Oder glauben Sie, dass es... Vielleicht, ja. Doch, ich glaube ja, natürlich, die Spieler wollten auch nicht absteigen. Ja, ja. Nein, aber es gab trotzdem auch irgendwann, gab es dann den Punkt, und ich behaupte jetzt mal, als das 0-1 gefallen war, als Karlsruhe in Führung gegangen ist, und ich weiß nicht, wie viel Zeit verblieb davon da. 13 Minuten noch, ja, wollte gerade sagen, eine knappe Viertelstunde. Ja. So, muss man sagen. Da wurde der Schalter in einer Weise nochmal umgelegt, wie er theoretisch ja nun auch mindestens schon während des ganzen Spiels hätte umgelegt sein können. Wenn nicht gar vielleicht auch noch in dem ersten Spiel der Relegation oder in den letzten. Man kann das immer Spiele weiter zurückgehen. Ja, ganz genau. Also das ist, wenn wirklich die absolute Notsituation überhaupt erst vermag, dass dieser Schub, dieser entscheidende Schub, was die Motivation angeht, ausgelöst wird, dann stimmt da was nicht. Daran kann man ja was tun. Denn man sieht ja, ich glaube tatsächlich, die Mannschaften, die wirklich kontinuierlich auch, sagen wir mal, im Mittelfeld bis oben stehen, oberes Drittel bis ganz nach oben, die haben nicht nur vielleicht auch bessere Spieler, die sie für mehr Geld einkaufen können oder sowas, sondern da ist offensichtlich auch die Fähigkeit da, genau das an Motivation auszulösen, und zwar immer und zu jeder Zeit. Genau. Ich habe vor vielen Jahren mal von, ich glaube, Mourinho war es, gelesen, als er irgendwie einen Verein gewechselt hat, ich glaube, als er von Inter zu Real gegangen ist, meine ich, da hat er mit Inter, glaube ich, die Champions League gewonnen, ist dann zu Real Madrid gegangen und gefragt worden, was will er denen beibringen oder wie will er mit denen spielen? Wie ist seine Idee für das Spielen? Er hat gesagt, es geht gar nicht darum, wie ich mit denen spielen will, sondern wie ich mit ihnen gewinne. Darum geht es. Ja, zu sagen, es geht darum, wie gewinnen wir. Nicht, wie spielen wir, wie gewinnen wir. Ja, toll. Und das ist so ein einfacher Satz, aber der sagt eben viel, dass du die Mannschaft so motivieren kannst, und zwar dauerhaft, bei Schnee und Regen und Sonnenschein und irgendwie im leichten Gegner oder auch im schweren Gegner, dass die Motivation grundsätzlich, wenn die Mannschaft auf den Platz geht, immer so hoch ist, dass man mit einem gewissen Siegeswillen dort auch schon von der ersten Minute an den Start geht. Ja, das ist lebensnotwendig. Wenn ich auf dem Platz laufe, will ich gewinnen. Das funktioniert nicht immer, aber allein der Wille, der ist schon absolut wichtig, dass eine Mannschaft sagt, ich gehe raus und will gewinnen. Das ist aber normal. Sie waren ja auch jetzt speziell gegen also das zweite Relegationsspiel, Sie waren ja die bessere Mannschaft, auch wenn wir natürlich drüber reden können, ob jetzt so ein Freistoß dann in so einer Situation so kurz vor Schluss. Das ist natürlich tragisch. Den kann man geben, den muss man nicht geben. Heißt aber auch, selbst wenn man ihn nicht unbedingt geben muss und er wird gegeben, heißt das noch lange nicht, dass das Ding dann auch ins Tor geht. So ist das. Das ganz mal abgesehen davon. Ne? Also, aber trotzdem, solche Entscheidungen gibt es immer über die ganze Saison, über alle Spiele. Es gibt immer mal Freistöße oder auch Elfmeter, die man nicht geben muss und über die diskutiert wird. Nur der hatte natürlich eine andere Tragfähigkeit. Ja. Gar keine Frage. Ja. Aber das kann es und darf es natürlich nicht in Wahrheit sein. Dass sowas dann zufällig dann noch so ganz zum Schluss passiert. Ja. Uwe, Sie haben Trainer kommen und gehen sehen, auch schon während Ihrer Zeit, aber jetzt speziell in der Bundesliga, und ganz schlimm wurde das ab dem Jahr 2000. Da kamen die wie die Fliegen, die Trainer. In dieser Saison 4 Trainer, aber es liegt doch nicht immer an den Trainern. Es war doch nicht alles schlecht, die der HSV hatte, oder? Also auch das glaube ich nicht. Also die Trainer waren sicherlich nicht schlecht, obwohl natürlich die Art und Weise eines jeden Trainers immer anders ist. Aber es ist überhaupt für meine Begriffe schon nicht gut, innerhalb einer Saison 4 Trainer zu haben. Das kann nicht gesund sein und das kann auch nicht funktionieren. Aber da muss man andere fragen, warum, wieso, weshalb sie das gemacht haben. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat man ja gesehen, dass es nicht besser, sondern eher schlechter geworden ist. Ja. Wie stehen Sie, Olli, zu Knebel, dass der für 2 Spiele Trainer geworden ist und dann zum Glück doch noch erlöst worden ist?
Das kann ich so überhaupt nicht beurteilen. Ich kenne ihn nicht persönlich und selbst wenn ich ihn persönlich kennen würde, kann ich doch nun wirklich nicht eine Aussage darüber treffen, wie der arbeitet und was er arbeitet. Ganz grundsätzlich und so von fern betrachtet kann das, das hat Uwe ja schon gesagt, das kann ja gar nicht gut sein. Das hatte ich vorhin schon mal in einem anderen Zusammenhang erwähnt, wenn man so viel Unsicherheit reinbringt, weil die Kontinuität einfach nicht da ist. Das weiß wirklich jeder, der in einem Kollektiv gearbeitet hat, dass man Zeit braucht und dass man gemeinsam auch wachsen muss und Solidität hat. Und wenn die Situation heikel wird, wenn es gegen den Abstieg geht und es sind nur noch ein paar Spiele oder sowas, dann immer noch Leute zu wechseln. Das meiner Meinung nach, wenn ich mir vorstelle, ich würde in so einer Truppe arbeiten, wo oder wie auch immer, und es würde permanent derjenige, der so ein bisschen sagt, wo es lang geht, würde immer wieder ausgetauscht. Das würde mich und die Mitarbeiter ja auch verunsichern. Und ich glaube, dass in der Situation, wo sowieso alle schon aufgrund der Abstiegsgefahr verunsichert sind, wenn sowas dann da gemacht wird, dann will man auf den ersten Blick eigentlich Stabilität erzeugen und es besser machen. In Wahrheit glaube ich aber, dass wenn man da jetzt nicht den ganz großen Wurf landet, ja, so wie es dann am Ende Gott sei Dank mit Labbadia für diese Situation passiert ist, dann destabilisiert man eigentlich eher die Truppe und verunsichert die, glaube ich. Mhm. Ja. Also ein paar Sachen versteht man als Fan überhaupt nicht. Also auch sowas, das ist ja auch eine wirtschaftliche Sache. Ja. Ich meine, so Bert van Marwijk, der kommt da vor Lachen nicht in Schlaf. Ja, muss man genau. Auch mal klar sagen. Na gut, der kugelt sich jeden Mittag rum. Dass eine Enttäuschung war, ist klar. Nein, ich meine auch finanziell. Aber daran hat man ja gesehen, dass nun, es ist natürlich immer einfach, weil Trainer ist ein Mann, den kannst du schnell mal auswechseln. Mannschaft kannst du nicht dauernd alle auswechseln oder alle rausschmeißen. Ich glaube, im Grunde ist das auch immer ein bisschen Alibi dabei. Also vielleicht haben wir das alles viel zu schnell gemacht. Genau so war das, muss man ehrlicherweise sagen. Bruno Labbadia ist natürlich einer, der selbst vom Fußball sowas kennt, wie solche Situation ist. Und wenn man Abstiegskampf macht, dann ist natürlich so ein Wechsel noch schlimmer. Mhm. Denn das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil das ist schon eh ein Problem. Und wenn man jetzt dann wieder von vorne, ich weiß nicht, was man dabei sich gedacht hat. Bei Bruno war es Gott sei Dank so, dass er gleich an der richtigen Stelle angefangen hat, weil er eben auch selbst Mannschaftssportler war und vor allen Dingen auch von draußen schon, wie man gesehen hat, mitgefiebert hat, Druck gemacht hat, reingerufen hat. Das hat sicherlich geholfen. Und ich bin an und für sich, obwohl man das nie sagen kann,